Ich muss den in Sicherheit bringen. Moment, ich komme wieder. Ich muss über meine schöne Brücke laufen. Ne? Ja, ist kein Problem. Der arme Mann, der wollte doch einfach nur sterben. Gut, da ist er. Lassen Sie sich bewachsen, mein Gutester. Das Vieh wird nicht lange leben. Oh, was für den zu essen. Oh, eine Challenge. Ja, er hat es halt wirklich. Er hat sein Fame benutzt. Outlaws, Baby. Okay. Baue auf der Bobinsel ein Gefängnis mit Gefangenen. Mit was? Genügend Käfigen für alle bisherigen Gäste. Die Gäste sind alle tot, das ist das Problem. Die wurden alle gekillt. David lebt noch. Ja, okay, dann haben wir ja noch David. Schleife, Fliege, alle lebenden Gäste dahin. Die Challenge ist geschafft, sobald das Gefängnis steht, alle sich dort drinnen befinden und du alles überwachst vor dem Turm. Das ist richtig. Der Arc-Pocalypse-Style, wie hießen die Penner denn nochmal am Strand, ey? Na, da wo die... Yo, what the hell? Was geht denn da ab? No. Ist das ein Turtle oder was? Junge, der wird komplett gebraten da oben. Und ich bin hier runter. Ja, oh, er ist tot. Das war mal ein Turtle. Jetzt werden die Rhinos getötet. Boom. Er hat auf jeden Fall einen epischen Abgang gemacht, der Kollege. Einfach so. Oh. Der liegt einfach auf dem Rücken, ne? Ja, das ist so, so sieht das aus, wenn die sterben. Dann liegen die auf dem Rücken. Leute, hier ist ein Schaf. Das will ich nicht gezähmt kriegen. Da liegt, ey. Oh no. Die scheiß Kröten leben immer nur 10 Minuten. Was ist denn das? Okay, wir versuchen es. Was willst du, scharf zu tamen, oder? Ich versuche es zu scharf zu tamen, ja. Aber dafür muss ich fast sein. Wir bräuchten ein bisschen Taming-Chat. Was? Was ist jetzt mit dem Ding passiert? Zack! Bist du Noglin? Was? Was für Noglin? Wurdest du genoglin? Ja! Doch auf! No! Go! Gönn! Nein! Oh no! 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 Ofis, Junge, chill! Du wirst von einem Alpha-Raptor gejagt! Come on, rein! Der Mana ist gone, Alter, wo ist der hin? Wer ist er? Ah, der greift mich an! Scheiß Noglin da oben drauf! I got him! Warte! Du wurdest zum ersten Mal genocklind, GZ. Ich hab den Mana, ja. Genocklind getamed? Ja, wahrscheinlich, oder? Wenn dir. Aber Taming ist zu niedrig, oder? Nein, die sind scheiße zu tamen. Das ist eine Sache für sich. Braucht den Mana, ich hab keine Grappling-Hooks mehr. Ah, ich hab einen Ovis getamed. Oh. Kannst du mich hochholen? Wo bist du denn? Ich hab keinen Weg nach unten. Da, wo ich letztes Mal schon stand. Wie, wo war das denn? Direkt unten an der Brücke, rechts runter. Hier? Ja. Da bist du. Okay. Der Maler ist auch fast im Ass wieder. Warum ist der so lowlife? Noglin. Alter, wie viele Shots tapet denn bitte so ein fucking Level 300 Raptor? Alter. Haben wir eigentlich noch Kohle? Ich hab keine Ahnung, wie man Noglin zähmt. Nicht wirklich. Not really. Hat's mir jetzt mal gehießen, man baut einfach einen Käfig mit ganz vielen Turtles, schmeißt die da rein und dann geht man, kommt eine halbe Stunde wieder und dann hat man alles. Ja, ja, aber mach erstmal viele Turtles und so. Okay, ja. Wir müssen uns jetzt erstmal darum kümmern, dass wir das Outlaw-Gefängnis bauen. Pass auf. Boah, ich bin tot. What the hell? Was passiert hier? Ich weiß es nicht. Junge, warum wird hier so umgeschlagen? Ich weiß es nicht, ich bin gerade nur zu... Warum hast auf einmal du so... verliert. Hä? Was passiert hier wieder? Mit dieser verkackte Alu in der Base, Mann. Hier steht so viel Scheiße rum, ne? Was ich jetzt mache? Nein. Ich werd den Alu jetzt cryon. Also ich, ne? So, Schnauze jetzt. In den Cryopod rein. So. Und jetzt schmeiß ich die Sau in den Fluss. Verpiss dich. So sieht das nämlich. So ist. Das ist die traurige Wahrheit. Wenn Pokémon-Trainer ihre Pokémon nicht mehr wollen, dann passiert mit denen das. Und schmeißt die einfach in den Fluss. Mitsamt Pokéball. Was, Turtle? Claim mal dein Turtle. Ich claim. Claimst du? Yes. Okay. Schnell weg hier! No, no, no! Warum geht die Tür nicht auf? Ich bin raus. Rise of the Zack. Ich bin halt schon stuck. Part 2. Der weiße Sack ist das, oder was? Der Hodensack ist immer noch nicht fertig. Der Hodensack ist immer noch nicht fertig. Oder doch, der hier. Oh Gott, das Breeding ist 10.000-fach. Nee, eingefroren, ich kann den. Oh, er ist fertig. Er ist fertig. Können wir direkt wieder einpacken und rüber transferen. Supergeil. Er ist wieder im Kill-Me-Modus.
And me. Oh. Ich mach einen Sattel und diesmal muss er überleben. Das ist die Challenge. Wir müssen das Gefängnis bauen von Arkpocalypse. Das ist die Outlaws Challenge. Da haben wir aber welche Hunger gehabt. Scheiße. Nicht so gut. Mann! Kein Durchkommen hier. Was ist das? Was hast du da gefunden? Ach, ich hab keine Ahnung. Nee, was ist das? Nee, ich glaube, das ist ein Kano, oder? Scheiße, was ist es? Könnte auch ein Dödi sein, true. Bah! What the fuck? Ich glaube, es ist ein Dödi. Warum Anki? Warum glaubt ihr, es ist Anki? Ich glaube, es ist ein Dödi, oder? Weil vorhin zwei Ankis auf dem Dach gestorben sind. Ja, aber das sieht doch nicht nach Anki aus. Sieht aus wie Dödi. Doch, es ist ein Anki, habt recht, Leute. Da oben ist der Kopf. Never mind. Okay, es war doch ein Anki. So, versuchen wir das nochmal. Mal gucken, ob die jetzt überleben wird. Man kriegt sogar hauseigenen Futterdruck, die Tutel. Pass auf, ich würde sagen, wir stellen uns der ganzen Sache einfach auf Nummer einfach. Also nicht einfach, sondern auf Nummer challengehaftig. Weißt du, wir gehen dahin, wir sammeln vor Ort, wir bauen vor Ort. Das Gefängnis wird wild. Wird wild, sagst du? Wir brauchen nur genügend Abwehrmöglichkeiten, könnte man sagen. Weißt du, damit meine ich... Ich die Reaper voll? Ja. Whatever. Ansonsten auch Netguns und Pumpguns und genug Grappling Hawk und so Zeug halt. Du weißt, wie und das Battery ist. Turrets? Battery Turrets? Hab ich Batteries? Doch nicht. Nee. Warum machst du sowas nicht? Hab keine. Na, FOB ist mir jetzt zu anstrengend. Wir machen das auch. Wir machen das, wie es schwer ist. Auf die schwere Art und Weise. Die Challenge-Weise. Hin und Rinn ist die Abkürzung. Ich mache nur vorher noch das Mana voll. Du machst einen Reposch, ich mache einen Mana, ich demande aber mehr Farming, sonst ist es unfair. Wir müssen an den Ort der Ereignisse, an den Ort des Geschehens. Aber hier, es sieht halt, ich glaube, dass es hier ist, oder? Es sieht halt hier ganz anders aus als auf Arkpocalypse. Es müsste hier sein. Ich glaube, hier steht es immer. Und hier müssen wir jetzt das Gefängnis bauen. Du musst achtsam sein. Ah! Nein! What the hell? Was ist das denn jetzt wieder für ein Scheiß gewesen? Ich werde hier ausnocken. Ich brauche Stims. No! Ah! Steini! Ich bin ausgenockt. Pin to win. Du wirst scheiße todert. Mann, ich sag auch noch, du musst achtsam sein, ey. Ja, hier? Du musst weiterdrehen. Ey, scheiß Trodon-Kacke, ey. Trodons sind tolle Dinos, sind super. Raus aus K-Pop-Cluster. Trodons deleten. Auch keiner mehr. Mann! Ich lebe wieder. Dass ich aber auch nie Stims hab. Ich fang... Häng mal einen Text Rider. Nein, hier kommt doch jetzt wieder übelst die Scheiße. Warum blute ich? Was hat mich gebissen, dass ich blute? Der Ravager unter dir. Boah, die Sau. Jetzt ist hier wieder einfach nur... Ja, oh, moin. Nee. Ja. Die Random Dinos, man kennt sie. Gut, besser, Paulana. Ja, wild. Kann ja was werden. Es sind ja sogar zwei. Och, come on. Als ob. Warum zur Hölle bin ich hier stuck? Woran stecke ich fest? Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin einfach nur stuck gewesen. Genau, Mann. Stamina reingeschaut, Heini. FOB wäre zu einfach. FOB hätte halt hier auch nicht geholfen. Ich bin so sieht's worden. Aus. Ich bin tot. Wie, du bist gegrabt worden. Na, ich kann mich nicht freihauen. Ich bin sowas von tot. Ja, ich bin selbst tot. Alter. Kannst du den Reaper irgendwie rauskriegen? Ja, I try. Junge. Hey, der Reaper ist verweigert die Bewegung. Was ist mit ihm? Gegriffen? Ja. Mehrmals. Och, junge Mana muss immer scheißen, ey. Wir sind in einer brenzlichen Situation. Was sollte ich als Mana jetzt tun? Ach ja. Boah, am besten in der Base mit irgendwas fliegen damit, oder? Wir haben jetzt gerade erstmal das Ding in Sicherheit gebracht. Das Reapers, ja. Eieieiei. Neon Fries liegt hier in der Base jetzt. Eieiei. Okay. Neon Fries? Ja, der Neon Fries. Feiert der Neon Yeet. Neon Fries. Einfach Feature-Kooperation mit Mekkis. Ja, ich hab deinen Reaper, ich komme zurück. Die hauen sich da wieder gegenseitig aufs Maul. Boah, Summoner sind so doof, ey, ohne Witz. Challenge verloren? Keine Ahnung. Weil einer tot ist. Das wurde nicht definiert, oder? Wurde das definiert? Scheiße, was sagt der? Neon Fries, wann ist die Challenge verloren? Wenn einer stirbt, wenn beide sterben, da fehlt die Definition. Und hier ist ein Gigosch. Gesehen. Female Gigosch. Baue bla 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 bla. Gäste, Schleife, hin. Die Gäste dürfen nicht sterben. Challenge ist geschafft, wenn das Gefängnis. Da steht halt nur, dass die Gäste, wenn wir sie hinschleifen, nicht sterben dürfen. Er hat es im Chat geschrieben. Wo? Wann? Achso, ich meinte, wenn Kay stirbt, strich Gäste, aber bei Steini ist Grauzone. Das heißt, wir haben noch einen Try. Wenn ich sterbe, ist Challenge verloren. Wo bist du eigentlich? In der Base. Hier ist ein Quetzel. Was
Hä? Hier ist dein Reaper. Aber dein Zeug konnte ich nicht looten. Okay, pass auf. Du kannst dich auf meinen Rücken draufsetzen und ich bring dich hin und loot's dich. Warte. Kriegen wir irgendwo gerade noch ein paar Mentrus her oder nicht? Ich hab 100. Ich kann dir welche ins Mana packen. Bist du bereit? Ja. Zugriff! Wo ist dein Strahl? Genau vor dir. Oh. Ja, beim Strider. Genau beim Strider. Der muss weg. Soll ich meinen Reaper rausdroppen und trotzdem hinrennen oder nicht? Nein, warte. Rockdrakes sind immer viel zu tanky. So, beim Strider, sagst du? Genau unterm Strider, ja. Okay, dann... Get it! Ich bin da weiter vorne. Genau vor dir ist er doch. Ich muss kacken. Get it! So. Nein, don't get it! Don't get it! Warum greifen die nicht den Strider an und so? Okay, now get it! Da! Get it! Oh oh! Get it! Wo bist du? Ich bin hier! Nicht zurück! Ich bin drauf! Yay! Irgendwas fliegt... Lost Projectiles, die ins... Oh, Drache. Okay, pass auf, wir gehen in Sicherheit. Und dann rüstest du dich aus und wir versuchen es nochmal. Wie, du bist ausgerüstet. Rüstet deinen Reaper noch im Pokéball. Du Schwein. Ah, Mann, was muss ich mich wieder strecken, ey. Okay, ich werde die ersten Strukturen farmen. Nein, meine Hatchet ist prim. Ich bin besser dabei, ja. Brauch mehr Farming. Ich habe übrigens auch wieder was gesehen, ne? Ich gucke ja sporadisch so durch die YouTube-Kommentare, ne? In Bezug auf Lal auch. Mhm. Und da habe ich wieder was gesehen, wo jemand sagte so von wegen, oh, die sind fast alle so voll gemein, ey. Warum sind so viele Leute gemein und so wenige Leute machen was Nettes? Das fällt immer nicht auf, das... Oh. Wer ist er denn, Junge? Okay, Teleport. Das fällt immer auf YouTube scheinbar nicht auf, dass das auch Nettes getan wird, ne? Wie jetzt zum Beispiel. Der doppelte Farmering. Junge, was ist er für ein lebender Aimbot eigentlich? Guck mal. Er chillt da oben, 50 Kilometer entfernt. Und da ist er. Wir hauen den zusammen. Junge, er ist so ein Feigling. Sobald das Schild weggeht, ne? Rein. Oh, wo will ich denn hin? Was ist denn mit Carsten los? Schild ist weg. Rein. Ich kann ihn nicht freezen. Habe ich ihn gefreezed? Ja. Und jetzt hat er wieder Schild. Er hat wieder Schild, Mann. Er ist so ein Tilter. 5000 Leben. Die Sau. Hälfte ist er tot. Jetzt ist er auch... Ja. Drauf. Verreck. Er hat schon wieder Schild gemacht. Wie kann man so low-skilled sein? Und immer mit Schild rumlaufen, ey. Let's go. Komm, nimm Schild runter. Ey, das ist doch ein Witz. Der triggert doch. Der hat 40 HP. Komm, trau dich. Penner. Es wird Zeit. Wir haben jetzt mehr Farming. Das heißt, wir bauen jetzt schnell. Wir müssen jetzt schnell sein und Strukturen farmen und bauen. Ach du Scheiße, Farming ist 16.000. Okay, 1.000 Steine. Easy. Wir brauchen Foundations aus Stein. Denk dran, das Ganze wird ein Gefängnis. Ja, ich habe jetzt hier so einen Summoner im Ass. Oh, und den hier auch. Aus Versehen, das war so nicht geplant. Stein hier need some Backup. Und hier ist wieder so ein Arsch, der jetzt gefreezed ist, aber das juckt ihn nicht. Man kann auch nicht in das Schild rein. Er ist einfach Schild und Schild heißt Schild. Steini, lebst du noch? Ja. Da, Schild ist weg. Okay, Summoner's gone. Okay. Ach, du fightest hier mit dem kleinen Viehzeug. Was hat er denn an Leben eigentlich? 46.000 HP, ey. Da hinten ist sogar noch ein Strider. Das ist doch auch ein Farmstrider. Das ist auch ein Farmstrider, ja. Was ist denn her? Level 272. Never mind. Doch, auf Island kannst du ohne Mission Strider tamen. Man braucht nur das Muttergehen. Ich habe jetzt keins dabei, sonst würde ich euch zeigen. Okay, let's go. Das Fundament wird gelegt. Okay, let's go. Wie wird so ein... Also, ich habe ein Gefängnis in Erinnerung, das hatte ungefähr so ein Shape. Aber Moment, da fehlt immer noch hier. So. Ich brauche noch eine Foundation mehr. Nein! Ohne Namen! Namen ist mit die nervigste Sache, die bei Random DLC Dino kommen kann. So, pass auf. Das war... Mit dem Pull-Tool alles Toolen aus den Item-Catches. Überall mehr als für mich. Was hast du gerade gesagt? Du nimmst dir ein Pull-Tool und dann pullst du einfach die Ressourcen, die du brauchst, aus dem Catch raus. Das klang wieder so gut. Du kannst mit dem Pull-Tool einfach alles catchen aus Items. Was? No. Okay, pass auf. The shape of the base I'm about to talk to you... Yes. Ne? War... es war ein Gang. Oh. No! Ich bin overweight as fuck! Oh! Help. Help is on the way. Run, boy, run. Eieieiei. So ein Reaper weg, also das schmilzt komplett weg. Ja, ja, klar, das schmilzt der. Die macht ja auch Blutungsschosch. Laufen Sie. Help, da ist so ein anderer. Ja, es sind zwei. Ist ja Doppeldonnerstag. Junge, da bist du aber hochgehüpft, bist du. Na, da gucken sie doof, wa? Na, schon mal ein Eisstrahl im Ass gehabt, ihr Schweine? Na, er guckt halt wirklich doof. Los, weiche. Teufel, weiche. Ich jag dich komm, weg. Die haben 80.000 HP, ne? Ach du Scheiße. Haben wir nichts, was blutet? Nee.
Grad nicht, ne? Nee. Scheiße, Mann. Aber die müssten eigentlich gone gemacht. Okay, es ist nicht so einfach. Aber, das ist eine gute Idee. Ertränken ist eine gute Idee. Aber die rennen halt wieder weg. Das ist so stupid. Keine Ahnung, was das Problem ist, dass Gigas immer vor Manas weglaufen. Du könntest ihn versuchen anzulocken und mit denen ins Wasser springen. You know, Mr. Stein? Oder ich stehe dir einfach kurz vom Compound bauen. Kurz? Was? Okay. Ja, gut. Guck mal, was ich für Damage-Zahlen mache. Ja, das ist... Naja. Ich helfe. Aua, der hat mich abgebrochen, weil der auf dem Kopf rumtrampelt. 80 Pfeile pro Giga oder so, ne? Da fällt mir gerade was ein. 32 Punkte Mili. Schmutz. Weg. Nächste Giga, den ich tame, muss mindestens 40 Punkte Mili vortame haben oder so. Aua. Die. Geben Gigas eigentlich? Ja, doch, Gigaherzen, ne? Braucht man wahrscheinlich auf Island für gar nichts, aber egal, wird mitgenommen. So, können wir uns jetzt endlich mal hier weiter dem Gedöns widmen? Ich hab alle anderen Gigas im Wald abgehauen. Ja, besser für ihn. An seiner Stelle wäre ich auch Giga. Im Wald abgehauen. Nice try. Welche Sau war das? Blackhawk. So, so. Unglaublich, sowas. Anti-Mate. Der wollte Sabotage machen. Wollte uns einfach das Steingefängnis kaputt machen. Der wollte nicht das Steingefängnis kaputt machen, der wollte mich kaputt machen, die Sau. Das Gute ist... Du meintest, wir brauchen nur Mutagen, ne? Ja. Müsste Mutagen nur sein, ja. Kann man das? Wo kriegt man das her? Aus meinem Tresor. Nein, hier auf dem Server, meine ich. Gar nicht. Außer durch Items. Ja, ja. Aber ansonsten nicht. Boah, hab ich mich erschrocken, Mann. Alter. Wie kriegen wir die Kappen? Durch Battlen. Wir brauchen ein paar Kappen. Brauchen wir, ja. Für den Drachen auf Alpha braucht man zwei Herzen. Ah, okay. Alpha braucht das Land. Nein, brauch's nicht. Set. Hörst du die Kappen? Ja. Süßer die Kappen, sie klingen. Oder so. Waren an den Boxen Türen dran? Das war so ausgekachelt, ne? War so. Aber waren da Türen vor? Und ging das bis ganz oben? Wahrscheinlich ging das ganz oben, ne? Oben war doch, eine Wand war offen, okay. Dann war es so, dann standen die Cages da drin und dann noch eine Tür davor. Ja, muss ja auch, weil sonst wären die ja ausgebrochen. Also wenn halt, man muss ja auch meinen, wenn man schon Season für Season auf Arkpok den Bob-strappenden Tribe macht, dann muss man ja auch wissen, wie man Cages zu bauen hat. Sag mal, bist du jetzt, schaffst du nicht? Mutagel, nicht Mutagen. Habe ich Mutagen gesagt? Ich meine, ich habe Mutagel gesagt. Du musst schon das Richtige nehmen. Ja, habe ich. Und dann steht auch unten irgendwie, was du drücken musst. Fährt eine Toilette in jede Zelle. Nee, so war es nicht. Das ist ja eine Nachbildung. Vorne das linke Bein anvisieren. 1, 2, 3, 4, 5. Braucht 10 Cages. Ist gut, dass du mir so hilfreich bist bei der Challenge, ne? Ja. Dankeschön. 10 Cages. Ah, das ist ein Wolf. Das ist kein Raptor. Oh. Oh nein. Warum denn zum Strider? Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ich glaube, Strider hängen hat sich erledigt. Warum? Er tötet gerade alle Raptoren, die da gespawnt sind. Das kommt davon, weil du mir nicht geholfen hast. Ich bin hier am Struggle-mäßig am Bauen. Und dadurch, okay. dass ich keine Hilfe bekommen habe, haben die eine Opportunity gesehen, mich zu töten und haben Raptoren geschickt. Das hat... Bist du das mit dem Reaper? Ja. Der wild. Ich bin Wolf. Wilde Zeit mit dem Gefängnis, ey. I remember, als wir Freedom gebracht haben. So, wir brauchen noch einen Wachturm. Das Gefängnis an sich steht. Es ist halt wirklich so wie damals, ne? I remember. Wir sind hier hinten reingegangen. Und bumm. Dann haben wir die freigemacht, die Leute. Gut. Das steht. Wir müssen hier noch die Personen reinbekommen gleich. Und wir brauchen noch einen Turm. Stein. I. Wachturm. Der Wachturm stand eigentlich immer da oben. Den müssen wir noch bauen. Was machst du eigentlich? Turm bauen. Wie baust du einen Turm? Du hast gesagt, da muss ein Turm hin. Ja, aber... Ist nicht so. Hätte ich David Hilfe gebraucht, geholt, hätte ich David gefragt. Das ist vollkommen falsch. Nein, du weißt gar nicht, wie es ist. Du bist kein Frosch-Aim-Abonnent, du Sau. Nee. Hier gehört das hin. Du weißt nicht... Ja! Junge, ich fall hier runter, ey. Du hast keine Ahnung, wie die Outlaws bauen. Junge, du Mana-Rotz, kannst du mal aufhören, so ein Penner zu sein? Was ist denn das? Einfach runterrutschen wie sonst was. Bist du nicht wert, Steini? Der ist nicht dankbar. Haut ihm die Raptoren auf den Kopf jetzt. Was für er ist nicht dankbar? Du, aua, Raptor! LOL, Mana verkauft! Stopp! Meist ihm die Raptoren jetzt auf den Scheiß. Junge, was für er ist nicht dankbar? Du weißt halt nicht, wie es ist. Deswegen gucke ich ja nur zu. Und wenn ich beim Strider bin, ist auch nicht recht. Ja, du musst ja helfen. Du musst gucken, dass mein Rücken Freedom hat und ich trotzdem vorankommen kann hier. Wir müssen auch gleich noch die Toten holen. Der Beobachtungsturm steht, das Gefängnis steht. Jetzt müssen wir irgendwie es schaffen, die Gefangenen hier hinzubekommen. Leon hat gesagt, er hat sich in der Base ausgelockt, ne? Okay, wie kriegen wir jetzt hier hin transportiert? David und also zwei Buddies müssen wir hier transportieren. Richtig. Schiff am einfachsten, aber...
Was? Skiff? Ja, Skiff wäre am einfachsten. Ich hab kein Skiff. An der Grapple können wir die nicht nehmen mit dem Mana, ne? Ich glaube, das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt, ist eigentlich Quetzel, Plattformen mit Stühlen drauf. Ich sehe uns ja mit Turtle. Junge, wie lange willst du da hinlaufen? Ja, du hast gesagt, du hast Zeit nach oben. Ja, bis 18:30, du Vogel. Ja, 30 Minuten schaffst du über die Map zu laufen, let's go. Wahrscheinlich mit so einer also, warum Krücke. Warum lässt du mich eigentlich allein? Warum lässt du mich zurück, du Schwein? Hey, du hast doch einen Reposch. Aber ich mit dem Reaper über die halbe Map zu schnell bin, ne? Bist du? Du warst frech, deswegen wirst du jetzt bestraft. So, hier ist der Quetz. Pass auf, das machen wir, schaffen das. Ich weiß, wie wir das machen. Junge, warum wackelt der denn so mit seinem Stummelschwanz, wenn er rauskommt, die Sau? Der muss geheilt werden. Dann werden die Leute da drin eingebaut. Einer fliegt und der andere sitzt hinten die ganze Zeit mit Netgun drauf und schießt die fliegenden Schweine weg, die uns reingespawnt werden. Ich hab Neon. Konnte man die nicht irgendwie... Wie kriegen wir die jetzt da hoch? Wenn ich jetzt hier klettern, dann lasse ich den... Nein, lasse ich nicht. Nice. Kannst du mal mit dem Quetzel ein Stück an die Base rankommen? Sodass ich da vom Hedgeframe drauflaufen kann, im besten Fall. Ja, ja. Das heißt, ich kann ja nicht rückwärts. Warte. Nee, stopp, das müsste gehen, wenn er sich jetzt ein bisschen bewegt, oder? Nee, geht nicht. Scheiße. Nee, kann er nicht. Dann stell dich mal hier hin, dass ich... Oh? Na, fuck. Oh, warte, so könnte gehen, ja? Hey, Juli! So, wie geht denn das jetzt? Kann man das nicht irgendwie machen? Wie geht denn das? Muss ich auf Neon gucken oder was? Body Release? Releasen und dann oder was? Back Body? Nee, wie geht das? Handschellen? Nee. Ich meine nämlich auch, das geht doch gar nicht auf dem Bett. Nee, Handschellen ist egal. Man braucht den Stuhl dafür, right? Grapple lost. Ja, Grapple reißt ja genauso dumm ab. Immer wieder dieselbe Kacke. Alter, was passiert? Warum fliegt der jetzt in der Luft? Oh, Mann. Ach. Wo ist er hin? Er fliegt in der Luft, aber ich glitsch durch den Quetz durch. Was hat der gemacht? Warum ist der auf einmal dumm? Kann ich den grappeln? Ich kann halt... Oh, ich kann nicht springen. Alter. So, bei dir in der Luft, oder was? Wer? Unser Gefangener. Ja, der fliegt auf dem Ding rum. Junge, der... Verdammte Quetz-Scheiße. Ich sehe noch die fucking Tames rum, ne? Die stören auch einfach nur. Ich kann mich doch selbst in den Stuhl reinsetzen. Ich kann ja, verdammte Scheiße, wie geht denn das nochmal mit dem Stuhl? Man muss da irgendwie... Man muss den irgendwie in der Hand halten... Und dann auf den Stuhl E drücken oder sowas. Oder auf ihn. Ich kann Lock on Bed machen. So. Man braucht wirklich Handcuffs dafür. Oh, es ist lost. Okay, nevermind. Aber wir müssen jetzt Neon irgendwie wiederbekommen. Okay, weil David müsste jetzt safe sein. Es geht anscheinend wirklich nur mit Handschellen. Krass. Aber das ist, weil das Game halt sagt, dass man die Person ans Bett fesselt. Man legt sie nicht ins Bett, auch wenn es so aussieht. Vielleicht kannst du ihn sogar von unten hoch teleportieren. Oder ich. Geh mal, kette ihn mal. Hast du ihn gekettet? Ja. Dann geh mal mit ihm unter den Quetz. Und dann kannst du vielleicht, vielleicht kommst du da sogar schon dran. Wenn du dann auf, kannst du eh auf ihn drücken? Oder musst du dann jetzt aufs Bett? Ich weiß es nicht. Warte mal. Geht nicht. Aber ich kann Quetz hochlaufen mit ihm. Und dann mach doch... Hattest du aufs Bett gemacht, oder? Ich glaube, du musst aufs Bett gucken. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich nicht, nee. Junge, wie er da hängt. Oh, fallen gelassen. Okay, dann machen wir es wieder so wie gerade. So müsste gehen. Kommen Sie. Ja, sieht. Oh, er fällt. You can fly. Willst du dich nicht in den Stuhl reinsetzen? Warum soll ich mich in den Stuhl reinsetzen? Ich muss doch hinten den schießenden Schützen machen. Abfahrt. Wir müssen zum Gefängnis. So, jetzt muss ich mal gerade... Ja, David und Beam sind tot. Die können wir nicht holen, weil die nicht da sind. Was mit Gato passiert? Der hat zu viele Tylas geritten und deswegen hat er sich ein bisschen die Leiste verzerrt. Ist doch hier vorne, oder nicht? Ja, ungefähr beim... Also Richtung blauer Drop hinter dem... Hinter... Was war das? No. Oh Gott, der fucking Drohnen, ey. Ich hab mich voll erschrocken. Where you go? Da bin ich noch. Aber... Junge! Warte! Ja. Fliegen sie. Eieieiei. Da sind ein paar aggressive Spieler dabei. Aggressive Gamer. Muss gleich mal abmounten. Einmal. Damit ich mounten kann. Wenn wir gelandet sind. Damit ich reinkomme. Okay, rein. Okay, du nimmst den einen, ich nehme den anderen. Wie kriegen wir die jetzt weg? Aber Bett abreißen. Ja, zur Not, ne? No. Was ist denn jetzt los, Junge? Hexe! Oh no! David ist raus. Bett ist kaputt. Wo ist der Dingens hin? Oh, Shadow Man, Junge, was? Was soll das denn jetzt, Junge? Ihr toxischen Schweine! Ja, okay. Das hat zu lange gedauert. Wow, Alpha Rapetto. Ah, wir waren zu langsam, Steini. Wie sieht's aus bei dir? Lebst du noch? Noch gut. Ah! Versuch bloß zu überleben. Du musst bloß überleben. Ich überlebe. Warum habe ich keinen Helm an? Irgendwas hat mir den Helm zerschossen. Das ist hier scheiße, Alpha Raptor. Nein. Geht nass. Nein. Ich bin am Arsch. Ich bin full. Ich bin stuck.
Der Raptor hat mich in das Ding reingehauen, Mann. Ihr blöden Schweine. Fuck it. Ich bin dead. Wie kann man so reinlacken und eine Shadow Main bekommen? Wer auch immer den Rex gespawnt war, war der einzig wahre schlaue Gamer, der hier gerade die Challenge sabotiert hat. Der Rex hat komplett gefickt. Betten, Alter. Der Rex hat einfach den Quetz weggeschoben und den Ausgang blockiert des Todes. Die Sleeper hängen da noch drüber, ne? Aber Rexe sind ja scheiße. Was für Sleeper? Das, die beide Gefangene hängen noch über der Base, die sind nicht tot. Ja, aber ich bin gestorben. Ist vorbei. Ist vorbei, ich bin dead. Muss da jetzt spawnen. Ist noch nicht aus. Doch, ist aus. Ich bin gestorben. Okay, ich muss hier ein ziemlich schneller Gamer sein, sonst bin ich gleich wieder tot. Ah, Steidi! Leih mir mal kurz den Reaper aus. Direkt vor dir, aber... siehst du, da rechts vom Alpha-Raptor, da wo die alle campen quasi. Ah, fetz dich mal mit denen, dann hole ich kurz meinen Stuff. Kano wird mich ja wohl nicht killen, oder? Weil der ist auch Level 300, schlag mich tot. Dein Schosch? Ich hab meinen Schosch. Oh, einfach ab davon. Ah! Nee, für sowas hab ich kein Schild, ey. Eieieiei. Ey, sogar der Quetzel lebt noch. Das ist insane. Mann, diese Alpha-Raptoren, Alter. Und der Rex beim Schreien gestorben. F. Da soll noch mal jemand sagen, dass die Raptoren scheiße wären, ey. Sobald ein Raptor Level 300 wild ist, sind die wild. Strong, meine ich. Meine Fresse. Da oben hängen sie, die Schweine. Ich bring die aber jetzt trotzdem noch in den Knast. Komm her. David Sau. Komm her. No! Ich hatte ihn doch! Mann! Er war doch safe! Okay, dann halt Neon. Grappling Hook macht wieder richtig gutes Gameplay. Junge! Nee, weil Ark mal wieder Ark ist gerade. Finally, ey. So, rein mit dir. Wo ist er? Ah, jetzt ist er da. Das ist ein bisschen... Was ist denn mit Neon? Jetzt. Und rein. Geil. Wenn ich... We did not make a richtig the challenge. Scheiße. Ich bin auch schon mal freiwillig rein. Hast du wenigstens dein Kit weggetan? Nö. Behalte ich. Behalte es. Fuck, ey. Nach Hause ist jetzt voll der weite Weg. So eine Scheiße. Das mit dem Quarzel. Am besten parke ich den trotzdem. Und travel nach Hause, das macht mehr Sinn. Aber das, meine Freunde, sehen wir in der nächsten Folge von Kay Traveled. Ich bin mal raus, danke fürs nochmal mitnehmen und so. Junge, du Kack-Drecks-Scheiß-Game. Alter, leck mich doch am Arsch. Was ist denn das für eine Pisse? Wahrscheinlich... Ach, lächerlich, Mann. Komm, lösch dich. Scheißspiel. Schnauze voll. Ey, Junge, das kannst du doch keinem erzählen. Aber der Reaper... Wahrscheinlich werde ich da... Ja, halt die Fresse, Handy. Ich habe nicht mit dir gesprochen. Ja, wahrscheinlich... Ach, wahrscheinlich klicke ich Setzen auf Stuhl drauf und es geht einfach nur wupp, jeet, flutsch und weg und ich bin einfach durch den Quetz durch und tot. Natürlich habe ich auch keine Fallschirme mehr dabei gehabt. Dabei wollte ich mich einfach nur ganz gechillt auf diesen Stuhl setzen und sagen, hey, ich logge mich jetzt aus und nächstes Mal, ne, ist es so, wie es ist. Aber nee, it is it nicht. Das ist scheiße, jetzt muss ich hier noch hineiern. Warum... Ach, Mann. Ich krieg einfach kein Mitleid. Was ist? Es passiert wieder so eine Scheiße. Und was passiert? Ich werde ausgelacht. Könne nicht einmal nett sein. Und einfach nur zusammen mit mir das Game flamen, wie scheiße es ist, dass sowas immer noch passiert. Und du kannst es keinem erzählen, ey. Du kannst es einfach keinem erzählen, weißt du? Und dann willst du das Leuten schmackhaft machen. Casual Gamern. Dass Leute sehen sowas und denken sich, boah, hau. Junge, du dummes Schwein, wer war das? El Pato, fuck you. Der wollte mich noch killen, der Penner. 2 Sekunden vor Ende schickt er noch einen fucking Giga hier hin. Was ist denn mit ihm?